Jawohl, und da sind wir wieder. Heute, weil es schon ein bisschen länger her ist, geht es wieder mal um das Thema Videospiele. Und da haben wir jetzt die letzten zwei, drei Mal immer recht aktuelle Sachen gehabt. Und deswegen da ist um, schauen wir uns heute mal an Klassiker. Wir werden das in Zukunft auch des Öfteren machen, ganz einfach einmal, immer wieder mal so in die Klassiker einige. Und da würde ich sagen, hey, machen wir das einmal mit einem Klassiker der PlayStation 1-Ära. Weil da hat es ja eine extrem große Vielfalt an Videospielen gegeben, also was die Genres angeht. Und insbesondere auch das Rollenspiel, also die RPGs. Und da würde ich sagen, machen wir das heute einmal mit dem Spiel Breath of Fire 3. Rollenspiel aus dem Hause Capcom. Ja, die haben sowas einmal gemacht. Heutzutage fallen sie eigentlich nur auf wegen ihrer zahllosen Neuauflagen von Street Fighter, Resident Evil und Devil May Cry. Aber die haben einmal eigens Rollenspiele gemacht. Eben, wie gesagt, für die PlayStation 1 erschienen in Japan im September 1997. Bei uns in Europa im Oktober 1998. Und dann hat es auch nochmal einen Neuauflag gegeben für die PSP. Ebenfalls in Japan und Europa. Also 2005 in Japan und 2006 bei uns in Europa. So, und zu Beginn muss ich gleich sagen, das Cover von dem Spiel ist brüllend hässlich. Keine Ahnung, was sich der Designer oder die Designabteilung bei der Sache gedacht hat, aber ich habe wirklich selten so ein potthässliches PlayStation 1 Cover gesehen. So, schauen wir da mal kurz nach innen. Schaut dann so aus. Gedruckte Anleitung war damals noch dabei. Ein gelber Disk. Und mir waren die PlayStation 1 Spiele immer sehr gut gefallen, die schwarzen Unterseiten, die zu der Zeit ganz einfach Standard gewesen sind. So. Haben wir es nachher dann noch auf der Rückseite. Übrigens mit einem sehr interessant geschriebenen Verpackungstext. Also die grammatikalischen Fehler und die anderweitigen Schreibfehler muss man sich bei deren Sachen auch immer zu Gemüte führen, finde ich. Das ist extrem lustig. So da, also. Von der Story her beginnt das Spiel in einer unterirdischen Mine, wo für die Minenarbeiter ein sehr seltenes und wertvolles Mineral abgebaut wird, das sogenannte Krüsserz. Bei einer Sprengung innerhalb der Mine zum Freilegen vom größeren Erzvorkommen wird nachher ein Babydrache freigelegt, der im Erz eingeschlossen gewesen ist. Natürlich, wenn man sowas nicht erwartet, die Minenarbeiter erschrecken natürlich und attackieren das Baby, greifen so und das wehrt sie natürlich. Und im Verlauf der Angelegenheit werden mehrere Minenarbeiter ganz einfach getötet. Letztendlich gelingt es den Arbeitern aber doch, den Babydrachen zu überwältigen und sie schaffen es dann auch, dass sie ihn bewusstlos schlagen und sperren ihn in einen Käfig und verladen ihn auf den Zug. Der Zug fährt los, dem Clan gelingt es jedoch, dass er samt Käfig vom Zug runterstürzt und landet nachher am Rand vom recht großen Waldgebiet. Plötzlich verwandelt sich der Drache dann in einen kleinen Jungen und wird ein weiteres Mal ohnmächtig. Kurze Zeit später wird er nachher vom Vagabunden Rai gefunden, der ihn zu sich mit heimnimmt, wo er zusammen mit seinem Freund Tipo ganz einfach haust. Es stellt sich dann relativ schnell aus, dass die zwei so, ja, ich sage mal, Gewohnheitsganoven sind.
die den Clan nachher postwendend in ihre Gaunereien mit einbeziehen, also den einspannen. Und das geht eigentlich relativ einfach, also da braucht es eigentlich nicht sonderlich viel dazu, weil man nämlich optimalerweise wieder mal nicht die geringste Erinnerung daran haben. Also wir erinnern uns nicht an unsere Vergangenheit. Unser Erinnerungsvermögen ist mehr oder weniger auf eine einzige Information beschränkt. Und die ist ganz einfach unser Name. Und zwar sind wir der Real. Im Spiel schlüpfen wir also in die Rolle wieder mal eines an Amnesie leidenden Helden, in dem Fall eben vom Drachenjungen Ryu, der im Verlauf des Spiels natürlich versucht, mehr über sich selber und über sein Volk herauszufinden, ob es da noch mehr gibt und so weiter und so fort. Und Ray und Tipo sind, wie gesagt, von Anfang an mit dabei. Erweitert bzw. komplettiert wird die Gruppe nachher nur von Prinzessin Nina. Nachher kriegen wir mit der Zeit nur einen ziemlich starken Krieger dazu, einen Gar. Wissenschaftlerin, die Momo, schließt sie und so. Und letzten Endes haben wir nachher auch noch das Pflanzenwesen Peko auf unserer Seite. Das irgendwie weniger nach einer Pflanze, sondern eher nach einer überdimensionalen großen Zwiebel ausschaut, aber okay. Die Story wird dabei auf zwei Zeitebenen erzählt, was ich recht interessant finde, weil die Geschichte ganz einfach während des Fortschreitens einen Sprung von mehreren Jahren macht. Es ist also so, dass man die ganzen Figuren sowohl im Kindesalter bzw. ganz einfach im jugendlichen Alter als auch dann später im Erwachsenenalter mitkriegt. Das Gameplay ist extrem traditionell und das ist gut so. Wir kämpfen natürlich rundenbasierend in einem Team von 3 Mitgliedern. Und da haben wir nachher alle Tugenden der Vergangenheit, die halt irgendwie, naja, immer irgendwie ein bisschen belächelt werden, kommt mir vor. Wir haben nämlich die guten alten Zufallsbegegnungen, sprich Random Encounters, wie man es im Englischen nennt. Das heißt, wir sehen unsere Gegner nicht so lange, bis uns in einen Kampf mit einziehen. Habe ich immer besser gefunden. Wir kriegen Erfahrungspunkte, haben Stufenanstiege, lernen durch die Stufenanstiege neue Fähigkeiten dazu. Und das Spiel selber findet eben sowohl während des normalen Spiels als auch in den Kämpfen in isometrischer Ansicht statt. Neue Fähigkeiten kriegen wir, wie bereits gesagt, durch Levelaufstiege, was ja genauso passt. Andererseits können wir es aber auch von sogenannten Meistern lernen, die überall auf der ganzen Welt verstreut sind. Und wenn wir gewisse Bedingungen erfüllt haben, nachher nehmen uns die Meister also sozusagen als Lehrlinge auf. Und bringen uns mit der Zeit nachher immer neue Sachen, neue Fähigkeiten bei. Wobei das, was wir lernen können, je nach Meister natürlich variiert. Also sie bringen uns nicht alle das Gleiche bei, sondern ganz einfach verschiedene Sachen. Weitere Nebenbeschäftigungen waren jetzt zum Beispiel das zur damaligen Zeit sehr beliebte Angeln. Ich persönlich habe es nie verstanden, aber das sei mir dahingestellt. Also da ist dann eben die Szene. Oder wir können uns auch am Aufbau eines Feendorfes beteiligen, wobei wir organisatorische Aufgaben übernehmen und so dafür sorgen, dass das Dorf größer wird, dass sich das Dorf entwickelt und das sich dann ganz einfach wieder auf uns, auf unsere Statuswerte, auf unsere Eigenschaften ganz einfach auswirkt. Gell? Breath of Fire 3 ist, wie schon gesagt, ein extrem traditionelles RPG. Und ich muss immer wieder betonen, dass das sehr gut ist. Die Story ist da ein ganz wichtiges Element. Und ich muss auch sagen, es gibt einige sehr tolle Twists und Wendungen. Gell? Sehr wichtig ist ja die Charakterentwicklung, gell? Der einzelnen Figuren.
da wir natürlich eben den Sprung vom Kindes- ins Erwachsene-Alter haben, ist es dann natürlich sehr wichtig, dass man sich auch innerhalb von deinen Jahren natürlich weiterentwickelt, dass man sich verändert. Es verändern sich Situationen, die Figuren selber, die Ansichten. Und ich finde, das ist da eigentlich schon ziemlich gut reingemacht. Musikalisch gibt es die Spiel keine Blöße. Es sind sehr viele schöne Stücke dabei. Insbesondere gefallen mir sehr gut die Bosskampfmusiker. Ja. Der Star des Spiels sind aber eben, wie ich schon gesagt habe, die sehr traditionellen Spielmechaniken. Sehr wichtig für ein RPG sind immer die Kampfelemente. Ne? Man verbringt extrem viel Zeit damit zu kämpfen. Dementsprechend sollte das auch gut funktionieren, sollte das gut passen. Und auch in dem Fall ist alles sehr traditionell. Wie gesagt, die Kämpfe finden in der isometrischen Perspektive statt. Wir haben drei Leute in unserer Gruppe. Und zur Navigation haben wir das gute altmodische Kampfkreuz. Da können wir uns dann entscheiden. Ich meine, wir können angreifen, wir können Fähigkeiten einsetzen, wir können verteidigen, beobachten, Items benutzen. Und nach dem Kampf erhalten wir Erfahrungspunkte, Geld und Gegenstände. Und Breath of Fire 3 ist ein Spiel, in dem das Kämpfen auch extrem wichtig ist. Weil das Spiel nämlich sehr starke Bossgegner hat. Ja. Und ohne Aufleveln kommt man da ganz einfach nicht weiter. Und auch das passt, das muss so sein. Erfahrungspunkte in dem Spiel bringen was, sind wichtig, ja, weil schon wenige Level mehr oder weniger einen großen Einfluss nehmen oder nehmen können auf den Ausgang eines Kampfes. Ja. Also das macht wirklich einen Unterschied, weil sie die Gegner nicht mit uns mitentwickeln. Das heißt, die haben ihre festgesetzte Stärke. Die ist normalerweise ziemlich gut, wenn man das erste Mal zu einem Gegner hinkommt. Aber sie entwickeln sich eben nicht weiter. Und das ist der Grund, aus dem das Leveln etwas bringt. Ja. Wir werden stärker, der Gegner nicht. Und irgendwann haben wir noch ganz einfach das Erfolgserlebnis, dass man mit der Stärke, die wir erreicht haben, ganz einfach schlagen. Und so, genau so soll und muss das sein. Das ist so eine Unart von heute, dass sie Gegner oft mitentwickeln, was ich eigentlich komplett sinnlos finde. Aber okay, das war noch wieder Thema und Stoff für ein anderes Video. Festhalten sollen wir ganz einfach, kämpfen und aufleveln hat in dem Spiel sehr viel Sinn. Und das macht natürlich einen großen Teil der Motivation aus. So. Nachher gibt es aber nur eine andere Mechanik, was ich auch sehr interessant gefunden habe. Und zwar sind es die sogenannten Drachentransformationen. Wir sind ja dazu fähig, uns in einen Drachen zu verwandeln. Und das funktioniert aber nicht gerade in einer einzigen Form, weil im Spielverlauf findet man immer wieder sogenannte Drachengene. Und die Drachengene können wir auf verschiedene Art und Weisen kombinieren. Also wir können immer drei Drachengene kombinieren und aus der Kombination außer werden dann verschiedenartigste Drachen ganz einfach geboren. Die, wo es alle verschiedene Fähigkeiten haben, verschiedene Eigenschaften haben, verschiedene Optik haben. Und da gibt es eben sehr viele Verwandlungen, die was wir ganz einfach meistern können und die uns je nach Situation mal mehr, mal weniger bringen. Ja. Also ich selber gespielt habe die Breath of Fire Teile 1 bis 4. Ich habe sie ja alle bei mir da. Also sollte da mal Nachfrage herrschen, kann ich ja gerne nur das eine oder andere, andere besprechen. Und ich muss sagen, Teil 3 ist für mich zumindest einmal ganz klar der beste Teil aus deren 4. Obwohl Teil 4 besser gewesen ist, als wie ich im Vorhinein erwartet habe und Teil 2 einen ganz besonderen Stellenwert bei mir hat, muss ich sagen, dass Teil 3 spielerisch gesehen der beste ist. Gell? Wir haben eine sehr gute Story, eine tolle Spielmechaniken, gute Musik und interessante Figuren, die was eben auch gute Charakterentwicklungen durchmachen. Die Spielzeit fällt auch sehr ordentlich aus, weil die Story doch relativ umfangreich ist. Und wer ein sehr traditionelles RPG zu schätzen weiß, beziehungsweise sucht, wird da ganz klar fündig. Wobei es natürlich
zum großen Teil ziemlich an die heutigen Spielgewohnheiten vorbeigeht. Das ist mir auch klar. Aber ich komme ganz einfach aus einer anderen Zeit, wo halt noch andere Sachen wichtig waren, wo noch andere Tugenden ganz einfach wichtig waren. Und deswegen gefällt mir das Spiel so gut, weil es die meisten davon ganz einfach erfüllt. Ne? Dazu gibt es deutsche Texte, das wird auch einige Leute gefallen, wobei die Qualität der Übersetzungen doch relativ schwankt und wie gesagt, grammatikalisch auch nicht immer hinhaut. Abgesehen davon müssen wieder sehr viele Worte in vorgefertigte Textkästen gepresst werden und die werden deswegen teilweise echt kriminellstens abgekürzt. Ja, von mir gibt es für das Spiel als finale Wertung sehr gute 8 Punkte. Ich finde ganz einfach, das hat sie sich verdient, weil es extrem viel richtig macht. Es ist natürlich nicht perfekt, aber zu PS1-Zeiten schon ein phänomenal gutes Spiel, was ehrlich gesagt unterbewertet gewesen ist, meiner Meinung nach, und ganz einfach auch nicht die Aufmerksamkeit gekriegt hat, die es eigentlich verdient gehabt hätte. Und auch in der heutigen Zeit den meisten anderen Spielen nur ziemlich massiv den Arsch aufreißt.